Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit dem Unterricht über die Biografie des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und zwar sind wir dort angekommen, als wir über die Methoden der Götzendiener sprachen, mit denen sie vom Ruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchten abzuhalten, die Leute von diesem Ruf fernzuhalten und wegzubringen. Wir haben erwähnt, dass die Mushrikin behaupteten, dass der Koran die Rede eines Menschen ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ihm dabei andere Leute helfen. Und von den Beschuldigungen, die sie behaupteten, waren, dass er verrückt sei, geisteskrank. Und von den Beschuldigungen, dass er ein Lügner gewesen ist. Und von den Beschuldigungen, er sei ein Magier, ein Wahrsager und ein Dichter. Und so sind die Leute der Falschheit bis heute. Sie beschuldigen die Leute der Wahrheit mit falschen Behauptungen und Anschuldigungen, um die Leute von ihnen wegzuscheuchen. Bis heute. Mit lügnerischen Behauptungen und falschen Aussagen. Von ihren Methoden war ebenfalls, dass sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam beschimpften und beleidigten. Sie nannten ihn Mudhammam. Mudhammam ist das Gegenteil von Muhammad. Muhammad bedeutet auf Arabisch derjenige, der viel gelobt wird. Und Mudhammam bedeutet derjenige, der viel getadelt wird. So nannten sie ihn Mudhammam, das Gegenteil seines Namens. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam freute sich. Er sagte: Seid ihr nicht verwundert, wie Allah von mir die Schmähung Quraischs abwendet? Sie beschimpfen Mudhammam und sie verfluchen Mudhammam, während ich Muhammad bin. Und von den Methoden war ebenfalls, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Leid zufügten. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Von den Beispielen, die wir erwähnt hatten, war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einst bei der Kaaba betete, nahmen sie von den Überresten von geschlachteten Kamelen und warfen es auf seinen Rücken, während er im Sujud war, während er sich in der Niederwerfung befand. Wo? Neben der Kaaba. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war geduldig gegenüber all diesen Methoden. Und ebenfalls befahl er seinen Gefährten, geduldig zu sein. Denn nicht nur er wurde so behandelt, nein, auch seine Gefährten. Einige wurden gefoltert, andere wurden getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl ihnen, geduldig zu sein. Was war der Grund? Warum fügten sie ihm und seinen Gefährten all dieses Leid an? Warum? Weil er sie zum Tawhid rief. Weil er sie zur Anbetung Allahs alleine aufrief. Und sie davor warnte, ihm etwas beizugesellen. Er warnte sie vor dem Schirk, welches die größte Sünde und die größte Ungerechtigkeit überhaupt ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtete das, was Allah ihm befahl. Er warnte sein Volk, rief sie zu Allah und strengte sich darin an.
Er rief jeden, ob jung oder alt, ob Sklave oder frei, ob Mann oder Frau, ob schwarz oder weiß. Er rief die Leute zum Islam, zu Allah, und einige antworteten diesem Ruf. Der erste Mann, der ihm antwortete, war Abu Bakr, radiallahu anhu. Und als er zum Islam kam, half er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er rief zusammen mit ihm zu Allah auf. Und durch ihn, durch Abu Bakr, kamen viele zum Islam. Von ihnen Uthman ibn Affan radiallahu anhu und andere. Die erste Frau, die zum Islam kam, war Khadija, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das erste Kind war Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es wurde gesagt, er war 8 Jahre alt, als er zum Islam kam. Und einige sagten, er war älter. Diese Da'wa störte die Götzendiener. Und sie versuchten alles, damit die Leute nicht der Wahrheit folgen. Wie gesagt, sie fügten ihnen Leid zu. Sie beschimpften, sie beleidigten. Und ebenfalls versuchten sie, den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Verlockungen von diesem Ruf wegzubringen. So wie es in den Büchern der Sira erwähnt wurde, auch wenn nicht alle Überlieferungsketten authentisch sind, doch die Geschichte, die Grundlage der Geschichte ist authentisch. Wie zum Beispiel, als Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu sagte, dass die Quraysh sich versammelten. So sagten sie, wer ist der, der am meisten Wissen hat über die Magie, die Wahrsagerei und die Gedichte? So soll er zu diesem Mann gehen, der unsere Gemeinschaft gespalten hat und unsere Angelegenheit zerrissen hat und unsere Religion kritisiert hat. So soll er schauen, was er ihm antwortet. Denn er soll zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Wie hat er ihn beschrieben? Wie haben sie ihn beschrieben? Dass er ihre Gemeinschaft gespaltet hat. Und so sagen sie es bis heute zu den Rufen der Wahrheit. Sie sagen, wenn man sich Salafi nennt, so spaltest du die Muslime. Sheikh Fawzan, als er das gefragt wurde, ob dieses Wort spaltet, sagte er ja. Dieses Wort spaltet. Zwischen was? Zwischen der Wahrheit und der Falschheit. Und so ist es. Wenn man die Leute zur Wahrheit aufruft, antworten einige und andere nicht. Und das ist die Sunna von Allah. So spalten sich die Leute. Als der Prophet sein Volk aufrief, antworteten einige und andere nicht. Sie spalteten sich in was? 2 Gruppen, Gläubige, Nichtgläubige. So sagten sie, wir kennen niemanden außer Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah. So sagten sie, du, o Abu Walid, Abu Walid. Das war seine Kunya. Yani, du musst zu ihm gehen und mit ihm reden. So ging Utba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Muhammad, bist du besser oder Abdullah? Wer ist Abdullah? Sein Vater. Yani, bist du besser oder dein Vater? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwieg. Er sagte, bist du besser oder Abdul Muttalib? Wer ist Abdul Muttalib? Sein Großvater. Bist du besser oder dein Großvater? Er schwieg. So sagte Utba, wenn du behauptest, dass sie besser sind, so haben sie den Götzen gedient. Und wenn du behauptest, dass du besser bist, so sprich, damit wir deine Aussage hören. Er sagte, denn wahrlich, bei Allah, wir haben kein kleines Vieh gesehen,
das schlimmer für sein Volk ist als dich. Er sagte, du hast unsere Gemeinschaft gespalten und unsere Angelegenheit zerrissen und unsere Religion getadelt und uns unter den Arabern bloßgestellt. So, dass es heißt, unter den Quraysh ist ein Magier und unter den Quraysh ist ein Wahrsager. Er sagte, wir erwarten jeden Moment, dass wir aufstehen und die Schwerter nehmen und uns auslöschen. Wenn wir aufeinander losgehen und uns gegenseitig auslöschen. So sagte er, o du, wenn du ein Bedürfnis hast, wenn du bedürftig bist, dann sammeln wir für dich, sodass du der reichste Mann von Quraysh bist. Und wenn du heiraten willst, dann such dir von den Frauen von Quraysh aus, wenn du willst. Wir verheiraten dich mit 10 Frauen. Er sagte in einer anderen Überlieferung, wenn du die Herrschaft willst über Quraysh, geben wir sie dir. Du kannst Herrscher sein, du kannst über uns herrschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, bist du fertig? Hast du ausgeredet? Und hier sieht man den Anstand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn nicht unterbrochen. Er hat ihm nicht dazwischen geredet. Obwohl er was ist? Ein Götzendiener, der ihm was vorwirft? Falschheit. Und ihn versucht zu verlocken. Er hat ihn ausreden lassen. Bist du fertig? Er sagte ja. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Antwort, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilu minarrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan liqawmi ya'lamun. Er begann was? Den Koran zu lesen. Bis zu der Aussage, yani Surat Fussilat, von Anfang an, bis zu der Aussage, fa in a'radu, wenn sie sich abwenden, فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Wenn sie sich abwenden, dann sag, ich warne euch vor einer Strafe wie die Strafe von Ad und Thamud. Sie kannten die Geschichte von Ad und Thamud. Sie wussten, was mit ihnen geschehen ist, dass sie vernichtet wurden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei diesem Vers ankam, sagte Utba, es reicht. Hast du was anderes? Hast du nichts anderes zu sagen? Er sagte nein. So ging Utba zurück zu Quraysh. So sagten sie, was hast du hinter dir gelassen? Was ist passiert? Er sagte, ich habe nichts ausgelassen von dem, was ihr erwähnt habt, außer dass ich es ihm gesagt habe. Sie sagten, hat er dir geantwortet? Er sagte, ja. Danach sagte er, nein. Er sagte, ich habe nichts davon verstanden, was er gesagt hat, außer, dass er euch vor einer Strafe warnt, wie die Strafe von Ad und Thamud. So sagten sie, wehe dir, der Mann spricht Arabisch mit dir und du verstehst nichts, denn du weißt nicht, was er gesagt hat. Er sagte, nein, bei Allah, ich habe nichts verstanden, außer die Strafe. Und in einer Überlieferung sagte er ihnen, bei Allah, es ist weder Magie, noch ein Gedicht, noch Wahrsagerei. Er rezitierte, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilu minarrahmanirrahim, und er rezitierte ihnen das vor, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm vorrezitiert hat. Und sagte, dann hielt ich seinen Mund fest und bat ihn bei der Verwandtschaft, dass er aufhört. Er sagte, denn ihr wisst mit Gewissheit, dass wenn Muhammad etwas sagt, dass er nicht lügt. Sie wussten also, dass er kein Lügner ist.
und dass es keine Magie ist und kein Gedicht und keine Wahrsagerei. Er sagte ihnen: Ihr wisst mit Gewissheit, dass Mohammed, wenn er spricht, dass er nicht lügt. So fürchtete ich, dass die Strafe auf euch herabkommt. Und von den Methoden der Götzendiener war, dass sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Zeichen verlangten und Wunder. Denn wenn er wahrhaftig sein sollte, soll er Zeichen bringen. Sie verlangten diese Zeichen nicht, weil sie nach der Wahrheit und nach der Rechtleitung strebten. Sie verlangten diese Zeichen aus Sturheit. Es kamen Zeichen. Der Mond spaltete sich vor ihnen. Und sie sagten: Es ist Magie. All dies, um die Wahrheit nicht anzunehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir um Rechtleitung. Und wir bitten ihn, dass er unsere Sünden vergibt und dass er uns von den wahren Folgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein lässt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.